Hallo Freunde der Sports und der gepflegten Unterhaltung, wir sind hier wieder bei FIFA 15 mit der Spielerkarriere und dem nächsten Spiel in der Euroleague gegen Stoke City, momentan auf Platz 2 in der Liga und wir auf Platz 1, das heißt wir können uns heute hier weit weit absetzen und ich hoffe, dass das gegen einen Gegner wie Stoke City auch passiert, denn wenn man ehrlich ist, auch die nicht wirklich ein Name, wenn man dagegen Barcelona sieht, deshalb unser Ziel natürlich ganz ganz klar. Wir wollen hier das Spiel gewinnen und am besten noch ein paar Tore schießen dabei. Aua! Das Foul zählt gegen uns anscheinend, oder? Ja. Nee, für uns. Ich dachte schon. Ah, Bojan dazwischen. Schade, schade. Eigentlich hatten wir eine recht gute Position. Oh, die haben sogar relativ bekannte Spieler mit Edu, Bojan, Ireland. Ich weiß gar nicht, spielt hier noch Huth? Der hat doch damals auch mal bei Stoke City gespielt, ne? War das nicht so? Robert Huth. Der Deutsche. Der den meisten wahrscheinlich nicht viel sagen wird. Kann aber sein, dass er mittlerweile schon gewechselt ist. War aber... ein Innenverteidiger. Werden wir sehen, ob wir den nochmal sehen heute. Stoke City ja mittlerweile auch ein bisschen besser geworden. Das sieht man ja daran, dass die hier im UEFA Cup dabei sind. Vorher, wie gesagt, die sind glaube ich erst vor zwei Saisons oder so aufgestiegen. Oder drei. Keine Ahnung. Auf jeden Fall noch nicht so lange in der Liga, glaube ich. Aber wahrscheinlich erzähle ich hier total Müll. Aber so ist das, wenn man nicht allzu viel Zeit hat, das alles zu recherchieren, zu gucken. Ich würde auch ganz gerne vor jedem Spiel mal so ein bisschen die Infos sammeln oder vielleicht mal so ein bisschen gucken, dass ich Begegnungen dieser beiden Mannschaften raussuche oder sowas. Was geht alles nicht? Da habe ich nicht die Zeit für. Denn ich habe ja auch noch ein bisschen was anderes zu tun. Arbeiten und so nebenbei macht man ja auch noch. So, Neymar. Nochmal durch und das ist nicht das Ding. Schade. Wir haben nur die Latte hinterm Tor getroffen. Brauchen da nicht viel Platz, aber so genau war der jetzt nicht. Erste gute Gelegenheit aber. So oben. Yo. Das wird uns hier wieder negativ angekreidet, dass wir den Ball nicht reinmachen. Ich finde es halt eigentlich immer besser, wenn man... ja, genau. Wenn man das positiv sieht, dass wir eine Chance überhaupt erst bekommen. Das finde ich eigentlich was Positives, auch wenn wir da nicht aufs Tor schießen. Aber wenn ein Spieler ungefähr 10-mal die Chance hat, aufs Tor zu kommen, ist das immer noch besser, als wenn ein Spieler das nur einmal im Spiel schafft. Oder gar nicht. Von daher sehe ich das eigentlich immer nicht so negativ, wie es hier dargestellt wird. So, dann mal los. Doyle Foy. Auf geht's, Roberto. Auf Neymar. Rakitic. Und wir brauchen fünfmal zu lange. Ja. Während wir den Ball in der Luft annehmen, hat den Nonzi, oder wie auch immer der hieß, schon geholt. Komm schon, weiter, weiter, weiter. Keine Zeit verlieren hier. So, Neymar, wieder den Pass zurück. Hinter uns steht Jordi Alba bereit und Neymar hat wieder keine Ideen, wie er sich selbst hier aus der Situation spielen soll. Ich hoffe, der war nicht für uns der Ball. Ja, genau wie der. Ich weiß nicht, wie ich an solche Bälle rankommen soll, aber mit normalen Methoden ist das nicht möglich. So, jetzt dann doch nochmal so eine gefährliche Aktion nach vorne oder eher nicht so? Ja, eher nicht so. Die Pässe sind gerade richtig grottig und wir werden dafür bestraft bei der Bewertung. Das finde ich immer super. Ich stehe genau da, wo ich den Ball angefordert habe und trotzdem spielt er den Ball 3 Meter neben uns. Und das ist unser Fehler natürlich, ganz klar. So, jetzt komm, mache.
Müssen da jemanden mitnehmen? Oh Mann. Das nenne ich mal total vergeigt. Jordi Alba. Ah, Junge. Spiel die Bälle her hier. So, Roberto auf Außen, auf Jordi Alba wieder. Und schade, Butland ist da. Jack Butland. War er nicht vorher bei Southampton? Oder war mir nur so? Den hatte ich doch mal beim Fußballmanager, glaube ich. Jack Butland. Da habe ich auch noch diese ganzen total talentierten Spieler nicht auf dem Zettel gehabt. Das waren eher so semi-professionelle. Hatte ich ja auch Southampton beim Fußballmanager. Zunzi. Geht mal drauf. Gut, abseits. Naja, dann nehmen wir mit. So, jetzt muss aber mal ein bisschen was kommen von unserer Mannschaft. Also bisher ist hier nichts großartig gelaufen, ehrlich gesagt. Zonzi. Drauf. Ja. Es war so klar. Es war so klar. Halten fest. Uiuiui. Na meine Güte. So, spielen wir nach unten. Nochmal durch. Doilovoi. Roberto. Song. Langsam kommt wieder dieses Tiki-Taka auf, was mir so gefallen hat. Geht langsam wieder los, aber der letzte Ball passt nicht ganz ins Konzept. Warum geht unser Spieler nicht zum Ball? Das verstehe ich gerade überhaupt nicht. Fordern immer die Bälle an und er macht dann einfach gar nichts. Komm schon! Ach, Mensch. Shawcross. Genau im Weg. So, und jetzt dürfte es langsam hier den Halbzeitpfiff geben. Bisher, muss ich sagen, haben wir hier nichts gerissen. Gar nichts. Weder unser Spieler noch unsere Mannschaft hat hier irgendwas gezeigt, wo ich sage, superklasse. Wie gesagt, langsam hat es ja wieder angefangen mit Tiki-Taka. Das ist das, was wir hier, glaube ich, weiterhin durchziehen sollten. Aber das Ende dieses Zuges war eine Flanke. Und Flanken brauchen wir hier gar nicht. Ja, also es ist sinnlos, hier Flanken zu spielen. Vor allen Dingen, wenn die dann hochkommen und nicht in den Rückraum, dann macht das gar keinen Sinn. Wir haben nicht einen Spieler, der hier eine Flanken, einen Kopfball machen könnte. Vielleicht noch am ehesten Rakitic. Oh, meine Herren, den Ball noch angenommen. Der war nicht schlecht geschossen, ehrlich gesagt, von Rakitic. Da sind wir mal ehrlich. Schön Volley angenommen und es probiert. So, hier hinten bitte hin. Ach, das ist schon wieder zu spät. Ach Gott, vier, fünf Leute vor uns. Da kann natürlich nichts draus werden. Ja. Rakitic mit einem ganz gefährlichen Ball. Aber nicht wirklich für den Gegner, sondern für unsere Angreifer sehr gefährlich. Das war einfach nur ein Ballverlust, also. Es war nicht geplant oder irgendwie ein genialer Zug von Rakitic, sondern es war einfach nur schlecht. Weshalb ich ja immer noch nicht verstehe, warum der hier die ganze Zeit spielt. Das ist wahrscheinlich dieser komischen Aufstellung geschuldet, die hier gerade spielen. Und wahrscheinlich sind wir einfach der Ersatz für Messi auch in dieser Aufstellung. Gar nicht mal so sehr Rakitic. Was muss man sich mal überlegen? Wir haben, seit wir da sind, sofort Messi verdrängt, obwohl wir kein einziges Tor gemacht haben. Oder ja, vielleicht zwei oder was wir da gemacht haben. Das ist ja nichts. Ich glaube, zwei Tore haben wir in der Liga bisher gemacht. Acht insgesamt oder so. Wovon dann aber auch relativ viele in der Nationalmannschaft waren, also. Und Kopa, was weiß ich nicht ganz. Da wollten wir noch verhindern, dass unser Spieler den Ball kriegt. So, jetzt komm. Song, also der ist aber auch nicht gut.
Genau wie wir heute. Wir haben heute echt hier einen richtig schlechten Tag. Wir hatten ja schon mal letztens so einen Tag. Und der wird nicht besser. Ja, genau. Nichts passiert. Nö, ach, wir bolzen den hier einfach um. Interessiert niemanden. Arnautovic war ja nicht mal bei Bremen unterwegs. So, Ball her. Nein, natürlich nicht. Warum laufe ich auch gegen den Spieler gegen? Genau, damit mein Spieler umfällt und der Spieler, dessen Ball ich eigentlich kriegen müsste, den dann wieder weiter mitnimmt. Solche Sachen bitte, FIFA. Unterlasst solche Scheiße einfach. Und das ist... Also, das ist nicht euer Ernst jetzt, oder? Das ist nicht euer Ernst, was jetzt gerade passiert ist. Also, eine Spasti-Aktion nach der nächsten. Kommt erst so ein Scheiß zusammen und dann gibt's hier den Elfer für sowas. Zeig doch bitte jetzt nochmal die Situation. Ja, haut ihm in die Hacken, während er schießt. Also, warum macht man sowas? Ganz ehrlich. Das ist natürlich wieder ein Gegentor. Ja, 4 Jahre später. 8 Jahre später. Weg damit. Ja, bleib einfach stehen, genau. So hält man alle Bälle. Ach, Mann. Jetzt muss ich wieder aus dieser Laune rauskommen, dass mich das Spiel verarschen will. Ist ja keine Laune, sondern es ist einfach nur, ich muss das immer ausblenden. Ja. Stelle ich mir immer sehr, sehr schwierig vor, aber ich schaffe es irgendwie meistens dann doch noch einigermaßen, sowas auszublenden. Aber es ist manchmal einfach so sinnlos, was passiert. Der Elfer war natürlich ein Elfer. Es geht mir um die Situation davor, in der wir den Ball dann nicht bekommen. Obwohl wir da volle Granate gegenlaufen. Und normalerweise hätte unser Spieler weiterlaufen müssen und fällt dann einfach um. Kann mir jetzt auch einer erzählen, ja, das liegt daran, dass dein Spieler so klein ist, der kann sich nicht durchsetzen und bla 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 bla. Wenn ich einen Ball gewinne, dann will ich den auch haben. Dann will ich nicht 100 Mal den Ball hinterherlaufen müssen, damit ich dann irgendwann nochmal kriegen könnte, eventuell. Wenn ich mich dann lieb benehme und nett, sondern ich will den dann haben, ja. Ich möchte ein Erfolgserlebnis haben dafür, dass ich einen Ball gewinne. Und das kriege ich hier meistens nicht. So, komm, spiel doch einfach mal. Was machst du denn? Du sollst den Ball stoppen. Ah. Da drücke ich die Sofortannahmetaste, damit er den Ball stoppt und er legt sich den vor. Danke dafür. Wenn ihr mal sehen würdet, was ich hier so drücke und was hier passiert, also könnt ihr vielleicht annähernd nachvollziehen, warum ich mich die ganze Zeit so aufrege, aber ey, Mann, Mann, Mann. Du wirst so ein Spiel immer verkackt durch sowas. Komm, geh mal drauf jetzt hier, Iniesta. Ab geht's. Viel zu lasch der Pass. So, komm, jetzt mach. Dani Alves. Ja, geh einfach nicht hin. Nö, 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 nö. Nö, nö. Hätte ich auch nicht gemacht. Warum hier so ein Riesenstorch durchlaufen kann, als wäre das so ein graziler Spieler. Ich verstehe es nicht. Jungs, hier müsst ihr schon längst unter Kontrolle haben, diesen Mackinock-Hai nieder. Was ist der, der den Elfer rausgeholt hat? Der ist bestimmt 2 Meter groß und bewegt sich hier durch, als wäre der, was weiß ich, was, 20 Zentimeter kleiner. Mann, 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 Mann. Ist doch nicht möglich hier. Hier, das war, nee! Da kann ich mich nur aufregen bei sowas. Warum kommt der Spieler da ran? Der hätte den 100 pro normal nehmen können. Nein, er springt am Ball vorbei. Schade. Wir könnten das ja nochmal wieder rausholen hier. So, warte, 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 warte ab. Warte ab. Hier, Spiel hierher. Renne mit! Es gibt's nicht! Um Gottes Willen, mit was spielen wir denn hier zusammen für eine Flachpfeifen? Mann, Mann, Mann. Der perfekte Ball da und noch immer geht das Ding nicht rein. Schämt euch, ganz ehrlich, das war gar nichts.
Also wir haben heute ein schlechtes Spiel gemacht, ja, aber das war jetzt nochmal einen draufgesetzt auf diesen Schnodder da. War der Raum schon zu? So, eventuell die letzte Gelegenheit hier für uns nochmal zu treffen. Natürlich nicht. Ich sage ja, wir haben nicht gut gespielt. Hat sich auch nicht wirklich gebessert. Wir verlieren das Spiel zu Recht, aber ganz ehrlich, die Situation, die war einfach scheiße, ja. Dass wir da den Ball nicht bekommen haben, das war der Auslöser ja für die Tor. Rakitic. Und jetzt müsst ihr langsam schießen. Wenn ihr nicht schießt, dann wird das nichts mehr. Komm schon, nimm den Ball mit. Ziehen die alle hier rüber, damit da ein bisschen Platz ist. Und trotzdem passiert nichts. Warum schießt ihr denn nicht? Es kann nicht sein, dass ihr nicht schießt. Da muss ich den Ball anfordern, irgendwie, dass der Ball noch nach vorne geht. Mann, ey. Es schafft keiner zu schießen. Grottige Partie. Das war richtig, richtiger Grottenkick von uns hier. Wir kriegen wenigstens den wichtigen Pass noch. Wir haben noch ein bisschen Punkte gemacht, dadurch, dass wir hier die Flanke durchkriegen. Aber, nee. Mann, 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 Mann. Es ist unglaublich, wie die manchmal Spiele verkacken können, die Jungs. Und dann kommen andere Spiele, da gewinnst du wieder 10 zu 0. Das ist echt komisch. Also jetzt übertrieben, aber doch so relativ eindeutig. So, Betis Sevilla ist das nächste Spiel. Wie viel Ausdauer haben wir dafür? Können wir da überhaupt spielen? Ja, alles klar. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Euer Shuto.